Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Aussagenlogik. So, heute gibt es nochmal einen extra Operator, also sowas wie or und and oder halt und oder. Und zwar der Shannon-Operator. Der Shannon-Operator sieht so aus: sh, also quasi wie eine Funktion, 1 oder was weiß ich, da kommen halt dann diese Variablen rein und zwar nimmt er drei Variablen. Deswegen schreibt man ihn so und nicht einfach als Zeichen zwischen rein, weil er eben drei Variablen nimmt. So. Was bedeutet das? Naja, die Leute, die programmieren können, für die wird es jetzt echt langweilig werden, denn der Shannon-Operator, der benutzt quasi if und else. Das bedeutet, der Shannon-Operator gibt mir an, ja, folgendes, wartet ganz kurz, ich mache hier was anders. So, der stellt sozusagen eine Verzweigung dar. Ich brauchte jetzt gerade hier so eine Formel. Also, der Shannon-Operator ist quasi ein if. Not x, then y, else z. Also sage ich nochmal, ich schreibe es mal gerade hier hin. If not x, also jetzt in Java-Schreibweise, if not x, mache sogar die geschweiften Klammern extra für euch. Dann für oder dann ist quasi der Rückgabewert return y und ansonsten, ich lasse das Semikolon jetzt aber doch weg, else einrücken wäre vielleicht nicht schlecht, return z. So, das Einzige, was hier tatsächlich sehr unintuitiv ist, ist dieses not vorne dran. Das heißt, wenn x falsch ist, dann wird y zurückgegeben und falls x wahr ist, dann wird z zurückgegeben. Ihr könnt euch das auch so vorstellen, if x, then z, else y, so geht es auch. Das ist genau gleichbedeutend, weil es gibt ja nur x oder nicht x. Es gibt ja kein else if in dem Fall jetzt gerade. So, also schreiben wir das mal hier kurz hin. Y falls falls not x und z falls x. So. Okay. Also das ist jetzt quasi das if der Logik und das hat tatsächlich die Möglichkeit, sozusagen alles, wenn man 1 und 0 noch reinbezieht, kann man damit jede Formel genauso darstellen, wie jetzt ebenso auch. Denn if 0 ist genau dasselbe wie hier y und if 1 ist, also sh von 1, irgendwas und z ist dann halt z. Das heißt, man kann damit echt super irgendwelche Sachen darstellen. Und man kann es auch umformen in eine normale Formel, also sowas Aussagenlogisches dann. Und zwar sagt man einfach not x. Und ihr erinnert euch noch an die Schreibweise, dass ich die uns immer verschlucke und nur die oder hinschreibe. Also not x und y oder, jetzt brauche ich ein oder. Oder, jetzt brauche ich wieder das Not, doof gelaufen. Ah, ich brauche es nicht mal. Oder x und z. Also natürlich hier vorne dran kommt ein sh von x, y, z gleich. So, man kann also ein if then else so darstellen. Und ja, man kann es auch einfach so als Operator darstellen. Und mit diesem Operator kann man tatsächlich alles darstellen. Aber dazu gibt es im nächsten Video mehr, wenn es um Basen geht. Jetzt möchte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar die sogenannten Shannon-Graphen. Das bedeutet, wir können aus diesem, logischerweise, es ist ja ein If-Then-Else. Das heißt, wir haben immer eine Verzweigung. Das sieht man ja auch an dieser Klammer. Deswegen macht man da relativ gern irgendwelche Bäumchen draus. Und für Bäume gibt es irgendwie alles mögliche. Bilder sind da sehr, sehr beliebt. Also das Ganze malen wir jetzt mal hierher. Ich versuche mein Bestes wirklich.
Es ist aber nicht ganz einfach. Ich habe, wie gesagt, kein Grafik-Tablet, beziehungsweise nicht, wie gesagt, aber ist halt so. Genau, also malen wir hier mal so die Knoten von dem Baum hin. Die Leute, die Informatik kennen, die wissen, was ein Baum ist. Ansonsten schaut euch meine anderen Videos dazu an. Da erkläre ich auch, was ein Baum ist, oder schaltet einfach ab und genießt die Show. So, hier machen wir einen Pfeil draus und hier machen wir auch einen Pfeil draus. Und dann brauchen wir Textfelder. So, wir hatten Shannon von XYZ, das bleibt einfach immer gleich. Hier machen wir jetzt ein X rein, da ein Y. Ah, nee, hier kommt das Z rein, ups. Ist dann einleuchtender, finde ich zumindest. So, und hier auf den Baum kommt ein 1 und hier kommt eine 0. So. Und das kann man jetzt logischerweise weiter fortführen, denn hier in diesem Z, ich habe ja gesagt, wir haben nichts anderes außer Shannon-Formeln. Das heißt, wir müssen jede Formel, die wir hier irgendwie darstellen, also jede kompliziertere Formel als sowas, also irgendwas richtig Langes, stellen wir da als Shannon von XYZ. Also zum Beispiel auch als Shannon von, keine Ahnung, XYZ und hier wieder auch ein Shannon und so weiter und so fort. Also richtig, richtig viel verschachtelt, damit man alle möglichen Sachen darstellen kann. Es ist absolut nicht gut zu lesen und deswegen macht man das so als Baum. Dann geht es nämlich hier weiter, sagen wir mal, das hier ist auch ein Shannon, eine Shannon-Formel, deswegen macht man hier auch wieder diese Verzweigung. Wenn Z also 1 ist, wenn Z1 ist und wenn es 0 ist, dann gehen wir hierher und so weiter und so fort. Das heißt, für jeden Shannon-Operator zeichnet ihr ein so ein kleines Bäumchen, sowas wie das hier. Das steht quasi für einen SH-Operator, also das, was wir hier hatten. Ein so ein Teil braucht ein Bäumchen, ein Teilbäumchen. Und wenn es dann innen drin nochmal geschachtelt ist, dann geht es hier eben noch weiter. Und dann schaut man einfach hier unten, beziehungsweise wenn man eine Variablenbelegung hat, geht man einfach den Baum entlang und schaut jeweils, was steht hier. Okay, ist es wahr, dann gehe ich da lang. Ist es falsch, dann gehe ich hier lang. Und so kann man sich wunderbar irgendwas aufstellen dazu. Ja, wie gesagt, zu jedem Shannon-Teilchen, also zu jeder Shannon-Formel, gibt es eine Möglichkeit, diese Formel so auszudrücken, wie wir sie hier gemacht haben. Deswegen das hier nur als Einschub, falls ihr das irgendwo mal hört. Sagt nicht, ich hätte euch das unterschlagen. Aber zeichnet es euch immer mit diesem Baum. Das geht einfach viel, viel besser. Und ja, in dem Sinne war es das eigentlich auch schon wieder. Ihr könnt diese Bäume dann aber, wenn ihr lustig, richtig lustig seid, könnt ihr die auch noch reduzieren. Zum Beispiel am Ende wird man ja immer irgendwie wo rauskommen. Also am Ende hat man hier entweder eine 0 stehen oder eine 1 stehen. Sprich, die ganze Formel ist wahr oder sie ist falsch. Sagen wir, hier sind auch noch Shannon-Formeln. Und Sekunde, jetzt muss ich wieder schreiben. 1 und 0. Und hier ist eine 0 und hier ist eine 1. So. Und was wir jetzt sehen, ist Folgendes. Ah, jetzt sehen wir als erstes mal, dass ich die Kreise vergessen habe. So, jetzt sieht sie ja schön aus. Fast zumindest. Jetzt sehen wir Folgendes. Wir können diesen Baum reduzieren. So nennt man das Ganze. Das bedeutet nichts anderes als, lass mich eine andere Farbe nehmen und ein bisschen dicker machen hier. So. Wenn wir hier über die 1 gehen, dann landen wir bei Z. Wenn wir über die 0 gehen, landen wir bei Y. Okay? Soweit ist klar. Wenn wir bei Z eine 1 haben, kommen wir bei 0 raus. Sprich, die Formel wird falsch. Insgesamt einfach falsch. Das heißt, wir kriegen als Endergebnis eine 0 raus. Wenn wir für Z aber falsch reinbekommen, dann kriegen wir als Endergebnis eine 1 raus. Und die ganze Formel wird wahr. Jetzt schauen wir uns mal Y an. Für Y bekommen wir für Eingabe 1 auch eine 0 raus. Wie bei Z auch. Und für die Eingabe 0 bekommen wir eine 1 raus. Auch wie bei Z. Ja? Das bedeutet aber, dass Y gleichbedeutend ist. So ein Äquivalenzteil vielleicht. Ich glaube, man darf es nicht so schreiben, deswegen mache ich es jetzt gleich wieder weg. Ich hoffe, niemand hat es richtig gesehen. Aber
Z und Y haben dasselbe Ergebnis, wenn, egal was für Eingabe, also wenn dieselben, wenn die Eingabe kommt, kommt dasselbe raus. Sprich, wenn ich für Z eine 1 kriege und für Y eine 1 kriege, kommt genau dasselbe am Ende raus. Das heißt, im Prinzip kann ich hier, wenn ich von meinem X rumlaufe, kann ich diesen Nullpfeil hier auf das Z reinlegen, hier die Null rein und brauche den Teil hier gar nicht mehr. Den kann ich mir sparen. Das heißt, ich habe nur noch einen Baum, der einfach viel, viel kleiner ist. Oh Gott, ja, da muss ich ewig radieren, deswegen lasse ich das. Das heißt, ich habe nur noch diesen Baum hier. Jetzt muss ich schauen, mit was kann ich den schön umranden. Ich habe nur noch diesen Teilbaum hier, weil mein Y ist gleichbedeutend mit meinem Z. Und wie macht man das jetzt tatsächlich? Naja, wenn für jedes Ausgabefeld, also wenn der Knoten, den ich gerne, oder wenn ich habe ja immer zwei Knoten, die ich zusammenfügen möchte. In dem Fall sind es Z und Y. Und ich schaue einfach, ist die Ausgabe oder ist das Ergebnis, wo ich hinkomme, für Z und Y immer gleich. Sprich, hier komme ich bei einer 0 raus und für eine 1 als Eingabe und ich komme bei einer 1 raus für eine 0 als Eingabe. Das heißt, der Ausgabewert ist hier derselbe wie für Z. Und das muss nicht unbedingt so sein, dass ich hier, ups, dass ich tatsächlich einen Endausgabewert bekomme. Es reicht schon, wenn ich in denselben Knoten wechsle. Das heißt, hier unten könnte es jetzt noch weitergehen. Also, ups, ich muss normaler Strich machen. So, hier unten könnte es jetzt noch weitergehen und hier könnte es noch weitergehen und hier könnte es noch weitergehen. Aber wenn ich, jetzt muss ich wieder die Farbe wechseln, wenn ich hier zum Beispiel ein P1 rausbekomme, hier habe ich ein P0 rausbekommen und hier kriege ich auch ein P0 raus und ein P1 ist egal, was die für Werte haben. Aber wenn die denselben Namen tragen und tatsächlich dann auch dasselbe tun, weil wenn sie denselben Namen tragen, dann tun sie bei derselben Eingabe ja auch dasselbe, dann darf ich Z und Y zusammenlegen, weil dann sind die gleichbedeutend. Das heißt, sie müssen einfach nur auf dieselben Knoten verweisen und ich darf sie zusammenlegen. Und dann spare ich mir schon einen kompletten Teilbaum hier und habe alles viel, viel übersichtlicher, wenn ich es nicht so schmieren würde hier mit meinem Pinsel. Okay. Also man darf die Dinger zusammenlegen, wenn sie auf denselben Teilast zeigen für dieselbe Eingabe. Gut, so reduziert man die Dinger und so kommen sie überhaupt erst zustande. Und ja, jetzt wisst ihr, was Shannon ist und falls es euch mal über den Weg läuft, wisst ihr, wie ihr damit umgehen könnt. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.